Wegener war von Haus aus Meteorologe und Polarforscher. Sein größtes und bleibendes Verdienst liegt aber wohl auf dem Gebiet der Geographie. Auf den Karten seiner Zeit erkannte er als erster in der Form der großen Kontinente eine Art Geopuzzle. Im Schnittmodell wird der schalenförmige Aufbau der Erde sichtbar. Die erste Schale, die Erdkruste, ist die feste, aber sehr dünne äußere Hülle der Erdkugel. Wenn solche großen Platten in Bewegung sind, kommt es zwangsläufig zu Kontakten an den Plattenrändern. Und da wird es dann spannend. Wir unterscheiden drei Varianten. Variante 1. Plattenränder können konvergieren, das heißt, sie kollidieren. Die Insel Island ist nichts anderes als ein Gipfelzug des mittelatlantischen Rückens. Der Atlantik ist hier nur etwa 3000 Meter tief. Und so ragt Island aus dem Wasser. Hier kann man das Auseinanderwandern der großen Lithosphärenplatten an Land sehen. Island wächst jedes Jahr etwa 2 Zentimeter in die Breite. Geysire und Vulkane markieren die Stellen, an denen heißes Magma zwischen beiden Platten aus der Tiefe aufsteigt. Erdbeben sind eine unmittelbare Folge der Plattentektonik, die weltweit riesige Lithosphäremassen kollidieren lässt. Sehen wir uns die Entstehung eines Erdbebens am Modell einer Subduktionszone an. Hier schiebt sich eine ozeanische unter eine kontinentale Platte.